Handelsabkommen sind die konsequente Weiterführung der kapitalistischen Logik. Das Problem muss klar benannt werden. Es heißt Kapitalismus. Und worum es deshalb in Wirklichkeit geht bei TTIP, das ist die Frage, wer bestimmt eigentlich die Regeln? Bestimmen es Monsanto, die Deutsche Bank und andere Konzerne oder bestimmen es die Bürger und die Parlamente? Ich freue mich, dass Sie sich ausgesprochen haben für den Schutz von Flüchtlingen, aber doch nicht eben so, dass man überall in der Welt Handelsabkommen verabschiedet, die Lebensgrundlagen der Menschen dort zerstören und sie dann zwingt, ihre Heimat zu verlassen. Das kann nicht der Weg sein. Und deswegen wollen wir diese Handelsabkommen auch nicht in anderen Regionen der Welt. Weg, weg, weg! Mit dem Titel weg! Weg, weg, weg! Mit dem Titel weg! Wir sollten hier gegen das neoliberale Freihandelsabkommen TTIP, TISA und CETA zu protestieren. Es geht um alles. Es geht um unsere Demokratie. Es geht um soziale Errungenschaften, die mit dem Freihandelsabkommen in Gefahr sind. Deswegen sind wir heute hier. Protest ist die einzige Sprache, die Politiker verstehen. Das war schon mal sehr gut. Ich sage euch, was der wahre Grund für die Unterstützung von TTIP durch die Großunternehmen ist. Die haben nämlich Angst vor der europäischen Demokratie. Die glauben, dass wir europaweit starke Regeln für Verbraucherschutz, Arbeitnehmer, Datenschutz, Ökologie durchsetzen können und dann nämlich sie in der Defensive sind. Und deshalb wollen sie, dass die europäische Demokratie mit lauter internationalen Verträgen eingemauert wird, die dafür sorgt, dass der jeweils global niedrigste Standard den Standard in Europa auf Dauer bestimmt. Wir werden aber weiter für hohe Standards kämpfen und deshalb muss Europa selbstbewusst sagen, wir setzen unsere Standards selbst, wir bestimmen selbst, welche Menschenwürde in Produkten stecken muss, die auf den europäischen Markt kommt. Das ist selbstbewusste Haltung in Europa und nicht ein Hinterherlaufen hinter Standards anderswo auf der Welt, sondern wir wollen hohe Standards in Europa, sozial, ökologisch und menschenwürdig. Das ist unser Ziel und mit Europa können wir das durchsetzen, auch gegen die großen. Wir haben viele Kämpfe in Europa geführt, etwa um die Privatisierung der Wasserversorgung zu verhindern. Und wir haben vor nicht langer Zeit in Straßburg eine Resolution im Europäischen Parlament verabschiedet, die damals das Ergebnis des ersten erfolgreichen europäischen Bürgerentscheids umsetzen sollte, dass unsere Wasserversorgung in kommunale Hand gehört. Und all diese Schweinereien versuchen sie jetzt wieder durch die Hintertür mit diesen Abkommen einzuführen. In TISA, dem Dienstleistungsabkommen, soll es eine Klausel geben, nach der, wenn man einmal bestimmte Bereiche privatisiert hat, und man kann sich ja darüber streiten, man kann ja für oder gegen Privatisierung sein, aber wenn man dann zum Beispiel wie in Hamburg eine neue Regierung wählt oder einen Volksentscheid durchführt und sagt, wir wollen die Energienetze wieder in öffentliche Hand überführen, dann soll das mit diesen Abkommen nicht mehr gehen. Dort soll Privatisierung auf Ewigkeit gelten. Das ist ein Anschlag auf die Demokratie und deswegen geht es eben nicht nur um Klörhühnchen oder das Haar in der Suppe. TTIP ist scheiße! Heute in Münster, am 10. Oktober in Berlin, macht mit! Ich sag TTIP, ihr sagt Stopp! TTIP! 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 Es ist gut, wenn die Pharmaindustrie sich eine goldene Nase verdient wie noch nie. Ist es gut, wenn erst ein Mensch stirbt, welch Verdruss, bis der Hersteller etwas vom Markt nehmen muss. Wollt ihr TTIP oder Demokratie? 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 Weil es das letzte Mal ist, frage ich, was wollt ihr? TTIP stoppen, TTIP stoppen.
Und die CDU verspricht, für das, wenn das Freihandelsabkommen kommt, 545 Euro jedem Haushalt pro Jahr. Ist das nicht großartig, ja? Und da wird es noch besser. Die CDU verspricht auf ihrer Internetseite, bitte lest es nachher nach, für den Fall, dass das Freihandelsabkommen TTIP abgeschlossen wird, eine Steigerung des Exports von Deutschland nach Amerika von bis zu 94%. Also ich habe ja über die CDU schon vieles gedacht, aber bisher hatte ich eigentlich gedacht, die hätten von Wirtschaft so ein kleines bisschen Ahnung. Aber 94%, das ist doch völlig hanebüchen. Wir wollen uns nicht länger an der Nase herumführen lassen, von Brüssel, von der CDU, auch von der SPD, über die ich jetzt noch gar nichts gesagt habe. Wir wollen deutliche Zeichen setzen gegen TTIP, gegen CETA. Der Kapitalismus will uns zu Akteuren einer Ellenbogengesellschaft machen. Empathie weicht wirtschaftlichem Kosten-Nutzen-Kalkül. Menschlichkeit weicht Profitmaximierung. TTIP, ein Vertrag zwischen Staaten, ist das verbriefte Recht auf Profit einiger weniger. Der Großteil aller Menschen trägt die Last dessen. Es wird über uns, ohne uns und gegen uns entschieden. Wir brauchen keine Verträge zwischen Staaten. Wir brauchen Solidarität zwischen Menschen. Solidarität, die Grenzen überwindet. Ja, wir waren heute hier auf der Demonstration Münster gegen TTIP. Unter dem Motto Demokratie statt Konzern, weil ich bin halt der Meinung, dass das Freihandelsabkommen weitreichende Einschnitte für die Demokratie bedeutet. Und deswegen hat hier heute eine sehr, sehr große Demo. Es ist jetzt ein bisschen weniger geworden durch den Regen, wie man hier sieht. Aber es war trotzdem eine sehr, sehr laute Demo. Und es geht halt vor allem darum, Leute zu mobilisieren für die Großdemo am 10. Oktober nach Berlin. Wir werden mit mehreren Bussen hier auf Münster fahren. Ich glaube auch gerade vor dem Zusammenhang, dass die Bundesregierung überhaupt die Menschen über Flüchtlinge diskutieren, ist es wichtig, darauf hinzuweisen, dass Fluchtursachen auch mit TTIP sozusagen implementiert werden. Es geht halt darum, auch Fluchtursachen zu bekämpfen und quasi Zeichen gegen die Macht der Konzerne zu setzen, die überall in der Welt Menschen und Bevölkerung ausplündern und sie zur Flucht zwingen. Deswegen waren wir heute hier. Wir werden mit dem breiten Bündnis auch am 10. Oktober. Lasst uns jetzt alle in Berlin am 10. Oktober ein Zeichen setzen. Und dann zeigen wir, dass TTIP wackelt, dass CETA wackelt. Lasst uns am 10. Oktober TTIP, CETA und die anderen Abkommen in der Spree versenken und Merkel klar machen, dass es TTIP hier in Deutschland, in Europa nicht geben wird. Von dieser Demo darf sich in dieser Frage die Große Koalition nicht wieder erholen. Wir zeigen denen am 10. Oktober Stopp TTIP, Stopp CETA und deshalb von Münster bis nach Kreta Stopp TTIP, CETA, CETA. Von Münster bis nach Kreta Stopp TTIP, CETA, CETA. Von Münster bis nach Kreta, stopp TTIP, CETA. Von Münster bis nach Kreta.